Wir haben euch bereits gezeigt, wie man mit einem Kompass Kartenarbeit macht und letzten Endes auch gezeigt, dass es sich immer darum handelt, Winkel auf der Karte zu messen und Winkel in die Landschaft zu übertragen. Wenn man keinen Kompass zur Verfügung hat, kann man diese Winkel auch mit einfachen Gerätschaften wie einem Geodreieck oder einem Planzeiger durchführen. Die erste Aufgabe ist vorwärts einschneiden. Das heißt, wir wissen, wo wir sind. Wir nehmen an, wir sind hier in der Ortschaft. Und wir wissen, wo wir hinwollen. Wir wollen hier zu dieser Straßenkreuzung. Und jetzt geht es darum, herauszufinden, auf welchem Winkel wir uns etwa bewegen müssten, um dorthin zu kommen. Wenn wir auf der Karte ein Koordinatenkreuz einzeichnen, dazu können wir die Linien, die ohnehin schon vorhanden sind, zur Hilfe nehmen. Erahnen wir schon, dass die ungefähre Richtung in diesem ersten Quadranten liegt, der zwischen 0 Grad und 90 Grad, das für Osten steht. Hier unten wäre 180 Grad für Süden. Hier wäre 270 Grad für Westen. Irgendwo hier drin liegt und wir erwarten einen Wert von ca. 45 Grad. Das können wir jetzt mal ganz einfach ausmessen. Wir legen das Geodreieck an und schauen, wo es hier lang gehen würde auf dieser Linie, die wir vorher abzeichnen. Da wollen wir hin und sehen hier sofort den Winkel von 10, 20, 30, 40, 45 Grad, wie erwartet. Das können wir auch mit dem Planzeiger machen. Der Planzeiger gibt uns die Winkel sofort an. Wir legen in den Mittelpunkt, wo wir sind, den Planzeiger. Der Faden zeigt uns, wo wir hingehen und wir sehen hier noch genauer, dass wir bei etwa 46 Grad liegen. Also wir haben uns leicht vermessen, das spielt hier in diesem Fall aber keine Rolle. Die zweite Aufgabe wäre rückwärts einschneiden, das Bestimmen eines Punktes, wenn ich nicht so genau weiß, wo ich bin. Dazu habe ich vorher natürlich einen Kompass zur Hilfe genommen, um mir, wie wir euch schon gezeigt haben, Punkte einzumessen, die ich von meinem jetzigen Standort aus sehe. Wir nehmen jetzt mal der Einfachheit halber an, dass wir zwei Punkte gemessen haben. Das ist dieser Hügel hier. Den haben wir gemessen mit 310 Grad. Und die Beleuchtung hier vom Fußballstadion in Röllfeld haben wir gemessen mit 30 Grad. Wie auch immer wir diesen Wert ermittelt haben. Wir wissen also, dass wir uns ungefähr hier in diesem Bereich befinden, wollen aber nun noch sehen, wo das genau ist. Das Vorgehen ist jetzt ähnlich. Ich nehme jetzt an, dass ich hier wäre und zeichne mir die Winkel ein. Ich schaue also Folgendes. Wieder habe ich das Koordinatensystem eingezeichnet. Nur diesmal blicke ich ja in diese Richtung. Wenn ich jetzt 30 Grad habe, weiß ich, dass ich in die Richtung blicke. Ich muss also den genau gegenüberliegenden Quadranten nehmen und die Linie zeichnen. Dazu drehe ich jetzt die Karte um und nehme meinen Winkelmesser wieder und überlege mir 30 Grad. Wo ist es ungefähr? Das sind 10, 20, 30 Grad und ziehe hier die erste Linie. Irgendwo auf dieser Linie befinden wir uns. Das gleiche mache ich jetzt hier mit dem zweiten Punkt. Auch da geht es erst wieder darum, das Koordinatensystem einzuzeichnen. 310 Grad, das weiß ich jetzt. Da fehlen von 360 Grad 50 Grad. Hier brauche ich jetzt also die 50 Grad, die schaue ich mir wieder an. Hier 10, 20, 30, 40, 50, ziehe wieder die Linie und habe den Punkt, an dem ich bin. Jetzt kann ich mir das andersrum wieder schauen, ob das auch gestimmt hätte. Ich nehme jetzt der Einfachheit halber den Planzeiger und wir haben ja die beiden Werte. Von da, wo ich bin, sehe ich jetzt tatsächlich das Fußballstadion unter 30 Grad, und den Hügel unter 310 Grad. Und damit liege ich richtig mit dieser Winkelmessung und habe das alles aus den Winkeln
mit einem Geodreieck ermessen.